In diesem Slidecast möchten wir Ihnen erklären, wie sich die Gewinnverwendung bei Aktiengesellschaften gestaltet. Sie lernen im folgenden Slidecast die Besonderheiten der Gewinnverwendung bei Aktiengesellschaften kennen. Dazu gehen wir auf die einzelnen Prozessschritte der Gewinnverwendung ein und stellen in diesem Zusammenhang die gesetzlichen Regeln zur Gewinnverwendung dar. Wenn Sie eine spezielle Aktiengesellschaft genauer betrachten wollen, beachten Sie bitte, dass deren Satzung auch von den gesetzlichen Regeln abweichende Vorgaben enthalten kann. Im weiteren Verlauf dieses Slidecasts gehen wir davon aus, dass die Satzung keine abweichenden Regelungen enthält. Im Slidecast geben wir Ihnen außerdem einen Überblick über die Gewinnverwendungskompetenz zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Und wir zeigen Ihnen, wie die Bilanz zu drei Zeitpunkten aufgestellt werden kann, und zwar vor, nach teilweiser und nach der Gewinnverwendung. Dabei soll der Unterschied zwischen Jahresüberschuss und Bilanzgewinn deutlich werden. Als Grundlage für die Bestimmung der Gewinnverwendung dient der Jahresabschluss. Ausgehend vom Jahresüberschuss muss zunächst der Verlustvortrag aus dem Vorjahr ausgeglichen werden, wenn es einen gibt. Vom restlichen Betrag müssen anschließend 5% in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden, allerdings nur so lange, bis die gesetzlichen Rücklagen zusammen mit der Kapitalrücklage insgesamt 10% des gezeichneten Kapitals ausmachen. So wird sichergestellt, dass die Aktiengesellschaft vor einer Ausschüttung an ihre Aktionäre erstmal Reserven für die Zukunft bildet. In der Praxis kommt dieser Schritt aber häufig nicht zum Tragen, weil die Aktionäre bereits bei Gründung deutlich mehr als den Nennwert für jede Aktie bezahlen und daher bereits hinreichend hohe Kapitalrücklagen bestehen. In der Regel bleibt nach Ausgleich eines Verlustvortrags und Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen noch etwas übrig. Hiervon dürfen Vorstand und Aufsichtsrat 50% verwenden, um weitere Rücklagen der Aktiengesellschaft in Form von Gewinnrücklagen zu bilden. Solche Gewinnrücklagen dürfen bei Bedarf auch genauso wieder durch Vorstand und Aufsichtsrat aufgelöst werden. Der Saldo, der sich nach Einstellung in Gewinnrücklagen oder Auflösung von Gewinnrücklagen ergibt, wird als Bilanzgewinn bezeichnet. Über die Verwendung dieses Bilanzgewinns entscheidet dann die Hauptversammlung. Dazu bereiten Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen Vorschlag, wie dieser Bilanzgewinn verwendet werden könnte, und stellen ihn auf der Hauptversammlung zur Abstimmung. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn jetzt entweder als Dividende an alle Aktionäre ausschütten, die Gewinnrücklagen erhöhend im Unternehmen belassen oder aber für das nächste Jahr auf neue Rechnung vortragen. Grundsätzlich gilt also, dass Vorstand und Aufsichtsrat höchstens über die Hälfte des modifizierten Jahresüberschusses selbstständig verfügen können. Modifiziert bedeutet hier, dass dieser gegebenenfalls bereits um einen Verlustvortrag und um Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen gemindert wurde. Über den restlichen Teil, den Bilanzgewinn, entscheidet die Hauptversammlung. Hierfür haben allerdings Vorstand und Aufsichtsrat ein Vorschlagsrecht. Ihren Vorschlag für die Gewinnverwendung teilen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären gemeinsam mit der Einladung zur Hauptversammlung mit. Die Beschlussfassung über diesen oder alternative Vorschläge durch andere Aktionäre erfolgt dann durch die Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung. Den Prozess der Gewinnverwendung wollen wir noch einmal anhand eines einfachen Beispiels darstellen. Weil eine Bilanz zu jedem der genannten Gewinnverwendungsschritte erstellt werden darf, entstehen dabei drei verschiedene Bilanzen. Eine Bilanz vor Gewinnverwendung durch den Vorstand und Aufsichtsrat, eine Bilanz nach teilweiser Gewinnverwendung, also nach Verwendung des Gewinns durch Vorstand und Aufsichtsrat, aber noch vor Gewinnverwendung durch die Hauptversammlung, und eine Bilanz nach Gewinnverwendung, also nach Beschlussfassung sowohl durch Vorstand und Aufsichtsrat als auch durch die Hauptversammlung. Ausgangspunkt unseres Beispiels ist die Bilanz einer Aktiengesellschaft vor Gewinnverwendung. So eine Bilanz erkennen Sie daran, dass im Eigenkapital noch der Jahresüberschuss verzeichnet ist. Wie es in der Praxis häufig der Fall ist, hat diese Aktiengesellschaft nicht nur Rücklagen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gebildet. Auch in der Satzung war eine Verpflichtung enthalten, die die Bildung von weiteren Rücklagen erfordert. Diese satzungsmäßige Rücklage wird in der Bilanz separat ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat müssen aus dem Jahresüberschuss von 10.000 nun zunächst den Verlustvortrag von 4.000 decken. Danach müssten sie eigentlich gesetzliche Rücklagen bilden. Das ist hier nicht erforderlich, denn die Kapitalrücklage von 500 und die gesetzliche Rücklage von 500 machen schon 10% des gekennzeichneten Kapitals aus. Über den restlichen Betrag in Höhe von 6.000 dürfen Vorstand und Aufsichtsrat
höchstens zur Hälfte selbst verfügen, also in Höhe von 3.000. Stellen Sie diese 3.000 in die sonstigen Gewinnrücklagen ein und belassen die restlichen 3.000 als Bilanzgewinn der Entscheidung der Hauptversammlung, entsteht die Bilanz nach teilweiser Gewinnverwendung. Sie erkennen die Bilanz nach teilweiser Gewinnverwendung immer daran, dass hier statt des Jahresüberschusses ein Bilanzgewinn verzeichnet ist. Die Hauptversammlung beschließt jetzt, den Bilanzgewinn von 3.000 zu nutzen, um in Höhe von 1.000 Dividenden auszuschütten, in Höhe von 1.000 weitere sonstige Gewinnrücklagen zu bilden und die restlichen 1.000 auf neue Rechnungen in das Folgejahr vorzutragen. So gelangen wir zur Bilanz nach Gewinnverwendung. Durch die Dividende haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber den Aktionären und damit das Fremdkapital um 1.000 erhöht. Daneben haben sich die sogenannten Gewinnrücklagen um 1.000 erhöht und es ist ein Gewinnvortrag von 1.000 entstanden. Die Bilanz nach Gewinnverwendung erkennen Sie daran, dass darin weder Jahresüberschuss noch Bilanzgewinn verzeichnet sind. Sie kennen jetzt die Besonderheiten, die bei der Gewinnverwendung im Rahmen von Aktiengesellschaften zu beachten sind. Sie wissen, welche Prozessschritte bei der Gewinnverwendung einzuhalten sind und dass Regelungen, die in der Satzung der Aktiengesellschaft festgehalten sind, von gesetzlichen Regelungen abweichen können. Außerdem wissen Sie, wer über die Verwendung welchen Teils des Gewinns entscheidet. Sie können anhand einer Bilanz erkennen, zu welchem Zeitpunkt, also vor, nach teilweise oder nach Gewinnverwendung, diese aufgestellt wurde. Und Sie wissen, worin sich die beiden Begriffe Jahresüberschuss und Bilanzgewinn unterscheiden.